Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Ultimate Trail. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell in der Prüfung des Erwachsenen und sind jetzt nach einigen Kämpfen hier in einem Raum angelangt mit Töpfen und Krügen. Kann man sich denn hier tatsächlich aufladen? Nein, man kriegt nur Geld. Man kriegt tatsächlich nur Geld. Mehr ist es nicht. Wäre auch zu viel verlangt gewesen, mal sich aufzuladen. So, wer bist du? You look pretty strong. Impressive. I wish I could be like that as well. The issue is, I have nothing to use to train with. Okay, also ich sehe sehr stark aus, bla bla bla, das ist cool. Ich wäre auch gern so und ich habe aber niemanden, mit dem ich trainieren kann. I used to go around the world as a cartographer, making maps along my travels. I met so many strong individuals, I was stunned. Was? Also der ist Kartograf und der macht Karten. Und der hat viel gesehen auf seinen Reisen. Ever since I want to be just like them. Food, the only tool good in my hands is a compass. If only I had a weapon. Okay, das einzige krasse Werkzeug in seinen Händen ist ein Kompass und er hätte gerne eine Waffe. Er hätte gerne Waffe. Okay, kriegen wir vielleicht später noch Tauschitems? Es scheint mir so, als ob man hier wieder rausgehen könnte. Wahrscheinlich brauchst du aber dafür das Teleportmedaillon, oder? I think. Vielleicht aber auch nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was der Raum noch zu bedeuten hat. Ob das noch irgendwie was anderes bedeutet. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Räumen bald sterben. Kommt drauf an, was da jetzt noch so kommt. Natürlich. Kack-Eis-Level. Hä? Das war alles? Der eine Gegner? Oh, Kack, jetzt kommen Eisfledermäuse. Okay, das war lucky. Irgendwo ist noch eine. Da. Okay, 5 Eisfledermäuse. Holy shit. Ich denke mal, so weit kommen wir nicht mehr. Okay, da ist er wieder. Wirbelattacke ist hier einfach der Schlüssel, sag ich mal, zu vielem. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wo ist die Fledermaus? Boah, ist das nervig, dass du so dauerhaft am Rutschen bist, ne? Das ist super nervig. Boah, warum denn ein Eislevel? Das muss doch nicht sein, oder? Jetzt kommt bestimmt auch ein Eiswolf gleich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hä, hier ist jetzt irgendwie gar nichts los. Doch, da ist mir... Oh, da ist wieder so einer. Und weg ist er. Okay. Aber bis jetzt läuft ganz gut, ne? Ich sag mal, der Skelettkrieger hat uns da in der letzten Runde... Na klar. Bin ich nicht zurückgekommen, weil ich gerutscht bin. Oder nicht gerutscht bin. Der Skelettkrieger hat uns da im letzten Part eigentlich... Das war's auch schon. Den meisten Schaden gemacht. Die Gegner finde ich ja so easy, ne? Die Wölfe. Okay, neuer Abschnitt. Bisschen buggy. Ja, jetzt geht's unter Wasser weiter. Oh Gott, nein. Da bin ich aber froh, dass wir die Rüstung gekauft haben. So, erstmal schützen. Jetzt halt die Frage, wie weit kommen wir noch, ne? Bevor wir sterben. Also schaffen werden wir es nicht mehr, da bin ich mir relativ sicher. Da wird irgendwas Böses noch kommen am Ende. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Boss oder sowas. Und gerade wenn es jetzt so unter Wasser weitergeht, das ist ja sowas von eklig. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Okay. Okay.
Ja, und das war's. Ja, war ja nicht anders zu erwarten. Also ich war mir schon relativ sicher, dass wir sterben werden. Das war ja irgendwie logisch. Okay, dann das Rad des Todes. Mann. Gar keinen Bock drauf. Okay, Rad des Todes, interagieren und Feuer frei. Okay. Kein Geld ausgeben. Okay, ist auch noch eine Strafe, wo ich sage, ist nicht ganz so geil, weil ich darf mich jetzt nicht verbessern, aber gut, komme ich mit klar. Da kommt man mit klar. So, wir switchen wieder zurück und das darf ich halt immer nicht vergessen, dass ich wieder zurück switchen muss, sonst seht ihr die ganze Zeit den anderen Bildschirm, ne? Das wäre nicht so geil für euch. Gut, dann gehen wir direkt wieder rein, oder? Ich meine, jetzt machen wir direkt noch Rat des Schicksals hinterher. Und hoffen mal auf einen besseren Schwierigkeitsgrad. Es könnte ja mal endlich leicht kommen, weißt du? Es ist doch... Ist doch echt zum Mäusemägen. Wahnsinn. Also wir haben da aktuell echt wenig Glück. Mit dem Rad des Schicksals. Das ist nicht auf unserer Seite. Das Rad. Okay. Aber was willst du machen? Let's go. Es geht weiter. Wir sind besser vorbereitet. Geld darf man nicht ausgeben. Das heißt, ich kann meine Ausrüstung nicht auffüllen. Weiter geht's. Auf in die nächste Runde. So, ich warte jetzt erstmal auf die Hand hier. Was passiert eigentlich, wenn die mich erwischt? Was passiert, wenn die mich erwischt? Das würde ich gern mal wissen. Also ich glaube, den Hammer brauchen wir aktuell gar nicht, oder? Den habe ich jetzt so gar nicht gefühlt bisher. Die machen aber auch gar keinen Schaden, ne? Dafür, dass die auf dieser Stufe sind, machen die echt wenig Schaden. Finde ich. Das ist schon irgendwie low, was die an Schaden machen. Okay, weiter geht's. Das ist alles easy. So, du, mein Freund. Tschüssikowski. Ja, ich sag mal, das, was richtig nervig ist, ist eigentlich das Eislevel und die Fledermäuse. Das sind so die nervigsten Gegner hier. So. Das ist ja auch easy. 20 Rubine sogar bekommen. Nice. Ich hoffe, dass wir danach eine bessere Strafe halten, weil wir werden mit Sicherheit wieder sterben. Und ich mein Geld ausgeben darf. Das wäre echt toll. So, warte mal. Den hier. Den hauen wir wieder weg. Und diesmal habe ich sie auch alle erwischt. Geil. Na dann, komm mal her, mein Freund. Wirbelattacke geht ja nicht bei dem, ne? Glaube ich. Naja, gut. Ist ja jetzt auch kein Ungegner, sag ich mal. Das ist auch eher so eine Zeitverschwendung, würde ich das eher nennen. So, jetzt kommt er. Wir wissen, Wirbelattacke. Einfach Wirbelattacke spammen ist gut gegen den. Zumindest stecken wir so keinen Schaden ein. Weil wir seine Angriffe halt immer wegblocken, immer unterbrechen. Das ist ziemlich nice. Okay, Fledermäuse. Fledermäuse sind auch so eklig. Shit, shit, shit. So, und tschüss. Das war der. Aber das Gute ist, wir haben jetzt halt diesen ganzen harten Damage, den wir vorhin bekommen haben, den haben wir halt nicht erhalten. Das ist schon ziemlich gut. Es ist auch so cool, wie die aussehen, ne?
dass die diese veränderten Kosmetiks haben. Die finde ich echt cool. Auch der Skelettkrieger. So, und tschüss, mein Freund. Läuft viel besser bis jetzt. Aber wir könnten ja auch mal einen normalen Schwierigkeitsgrad haben, weißt du? Dann würde es halt noch besser laufen. Ja, keine Ahnung, was mit den Viechern los ist. Die sind irgendwie ein bisschen buggy. Finde ich. Also normalerweise bewegen die sich anders. Ja, guck mal, wie der. Was machst du da jetzt? Ja, guck mal her. So, ja, für die würde sich der Hammer vielleicht lohnen. So. Schön. So, dann geht's hier direkt weiter. Da haben wir noch einen Raubschleim. Aber das ist auch alles kein Problem. Alles noch voll im Rahmen hier. Die sind halt auch nur super tanky irgendwie. Boah, wie ich mich freue, wenn wir mal ein krasses Schwert haben, ne? Das wird so gut. Okay, jetzt kommt der hier. Aha. Ba-ba-ba-ba-bam, ba-bam. Der hält halt auch einfach zu viel aus. Ich freue mich echt, wenn wir das... Was? Okay, alles klar. Ich freue mich, wenn wir das Zweihandschwert haben. Das wird alles so viel einfacher machen. Ich gehe mal ein bisschen weg von dem Ort, wo er hinspringen kann. Wie tanky der ist, ey. Wow. Oh, 20 Rubine. Nice. Nice. Okay, jetzt geht's ins Wasser. Ah, ne. Oh! Hä? Was passiert denn hier? Okay, erstmal Geld einsacken. Jetzt haben wir hier einen Kronen. Was machst du denn hier? I'm selling a soap for 75 Rubine. Are you interested? Das ist eigentlich ganz geil, ne? Der verkauft uns eine Suppe für 75 Rubine. Aber es ist halt, wir wissen nicht, was noch kommt. Also an sich geil. Wir könnten uns eine Suppe holen. Ich weiß aber auch nicht, was, wie stark diese Suppe ist, wie viel die heilt, was die heilt. I don't know. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden auf Gegner hier noch treffen, die wir nicht kennen vielleicht. Oder die wir nicht einschätzen können, werden unerwartet sterben und dann habe ich hier eine Suppe und dann ja, hänge ich auf der Suppe fest. Ich glaube, es ist besser, wir machen erstmal noch ein bisschen Erfahrung mit dieser Prüfung und wenn wir dann merken, ah, jetzt sind gute Voraussetzungen, jetzt ist vielleicht auch gerade der normale Schwierigkeitsgrad oder der leichte, dann würde ich mir die Suppe kaufen. Jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, lieber Grone. Okay, er sagt dasselbe. Der möchte eine Waffe haben. Was für eine Waffe? Was will der für eine Waffe, Leute? Eis und Wasser kommt jetzt. So, das war jetzt nur der eine, ne? Der war eigentlich... Das war easy. Okay. Jetzt kommen 100 Fledermäuse. Die kommen jetzt auch alle auf einmal. Sehr schön. 5 Stück waren das, glaube ich, ne? Oh, das ist so eklig, ey. Okay, irgendwo ist noch eine da. Hallo? Hey, die hat überhaupt keinen Bock. Aber die ist auch übelst weit oben. Hey, sag mal. Kommst du mal her?
Die hat überhaupt keinen Bock auf mich. Hallo. Ich glaube, ich muss einen Pfeil auspacken. Hä? Ach, hat sich der nette Herr auch mal entschieden, ja? Wow, danke. Okay, jetzt Fledermäuse, Kombination mit dem Eistypen, ne? Kein Problem. Okay. Und der taucht jetzt irgendwo. Ah, nein, 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 nein! Ja, frier mich doch zweimal ein! Scheiße. Hab ich leider jetzt gar nicht kommen sehen. Ich dachte, er ist schon weg. Ah, ärgerlich. Hätte echt nicht sein müssen. Na egal. So, jetzt wieder Fledermäuse. Okay. Das war gut. Und da kommt die andere Fledermaus. Nice. So, jetzt kommt, glaube ich, Wasserlevel. Ne, jetzt kommt erst der A. Der Wolf. Ja. Ey, das ist so scheiße auf dem Eis. Wie ich da nur am Rumrutschen bin. Jetzt kommt das Wasserlevel, oder? Ja. Hallo? Sag mal. Ich hab dich gerade getroffen. Da kannst du doch nicht mehr aufstehen. Aber man sieht, es läuft viel besser als vorher. Also wir machen Erfahrungen. Wir werden besser. Wir wissen, was auf uns zukommt. Man merkt Fortschritte. Und ich glaube, hier sind wir gestorben beim letzten Mal. Und da sind wir doch jetzt schon wirklich viel besser dabei. Wenn man das so sieht, oder? Guck mal, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, jetzt noch ein Viertelherz. Jetzt haben wir noch 3,5. Das sieht besser aus. Jetzt kommen mal die ganzen Wassergegner. Boah, kommt hier ein Schattenlink? Das könnte ich mir echt vorstellen. Dass hier ein Schattenlink kommt. Das wäre hart. Okay, warte, Bumerang. Boah, Schattenlink. Okay, ja, okay, die sind machbar. Die sind angenehm. Die mag ich. Also diese Rochen, die sind ja auch eigentlich sehr friedlich. Da entscheidest ja eher du, wann die angreifen. Wenn du da ganz gechillt bist, sind die ja überhaupt kein Problem. Aber es sind sehr viele. Ich hoffe halt nur, dass kein Schattenlink kommt. Bitte kein Schattenlink. Ich meine, der hat zwar nicht viele Herzen, aber... Okay, er kommt nochmal. Ist kein Problem. Einfach nur Wirbelattacke spam. Easy. Easy. Leute, es läuft. Es läuft gut. Neuer Abschnitt. Was passiert? Jetzt kommen wir wieder hierher. Wir haben jedes Mal... Ich weiß gar nicht, waren das 10 Level? Kommen wir hier nach 10 Leveln an oder wie viele waren das? Ich glaube 10, oder? Das sind halt 50 insgesamt, das ist schon hart. One who gains the Eye of Truth will be able to see what is hidden in the dark... Ja, geil. Danke für die Info. Ich denke, ich brauche nur den Clown-Shot und, ne, so. Ja, cool. Ja, dann wird das wahrscheinlich jetzt auch gleich enden bei uns. Dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt so passiert, Leute. Heißt, wir werden wahrscheinlich bald irgendwo unsichtbare Gegner haben.
Das ist alles noch kein Problem. Das ist so Schattentempel-Vibe, ne? Oder Brunnen? Nee, Schattentempel eher. Die Gegner gibt es auf jeden Fall auch im Schattentempel. Okay. Der kam aber spät. Schön. Das lief gut. Wir haben sehr viel Geld. Oh, oh, oh. Das ist ja eklig. Richtig ekliger Raum. Shit. Den da hinten habe ich nicht erwischt. Okay, kriege ich den noch weggesnipert? Oh Gott. Da hängen mir jetzt noch zwei an der Nudel, ne? Ist das scheiße? Oh, Gott sei Dank, ich hab sie. Oh, ich hab gerade leichte Frame-Einbrüche tatsächlich. Nur Verbindungsprobleme, I'm not sure. Komm, treff ihn. Ah, okay, das war's. Wow, Alter, mit den roten Augen. Ist der gruselig. Okay, aber es ist, ja, ist passend zum Ende des Parts. Wir haben auf jeden Fall schöne neue Sachen erforscht. Jetzt kommt noch die Strafe, ne? Schauen wir mal, was uns bevorsteht. Solange ich kein Geld sinnlos ausgeben muss, nicht anvisieren. Das wird auch richtig shit werden für die nächste Folge. Das wird richtig shit werden. Okay, Leute, wir geben im nächsten Part dann unser Geld aus. Ich weiß noch nicht genau, wofür. Vielleicht Herzen. Herzen sind, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Und vielleicht ein bisschen Ausrüstung. Ein bisschen Pfeile, ein bisschen Dekonüsse. Pfeile, glaube ich, eher. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Ultimate Trial.